Laufhausbetreiber, MMA-Champion, Familienvater, Strip-Lokalbesitzer und YouTuber. Für das alles steht ein Mann. Christian Eckerling! Wir tauchen ein in seine Geschichte und schauen nach, wie er von einem ganz normalen jungen Mann in so eine Position gerutscht ist. Als Jugendlicher begann Eckerlin ganz unscheinbar eine Ausbildung als Bäcker. Schon damals hatte er aber höhere Ambitionen. Er wollte Fußballprofi werden. Das nötige Talent und den Ehrgeiz hatte er alle Male. Und so kam es, dass er mit nur 16 Jahren eine Einladung zum Training zu Darmstadt 98 bekommen hat. Und schon dort hat er für Aufsehen erregt. Er hat nämlich von seinem Bruder einen Trainingsanzug von Bayern Leverkusen bekommen. Diesen Anzug hat er direkt beim ersten Training für Darmstadt 98 angezogen. Ziemlich dreist. Alle auf dem Platz haben natürlich gedacht, dass er dort spielt. Das war aber nicht der Fall. Als das Training dann losging, hat Eckerlin ziemlich versagt. Jedoch hat der Trainer das Feuer in Eckerlin gesehen. Er meinte aber auch, dass sie ihm nicht versprechen kann, dass er hier auch nur ein Spiel macht. Das hat Christian als Ansporn genommen. Er hat richtig Gas gegeben. Und so durfte er alle Spiele machen, vom ersten Spieltag an. Christian durfte ab und zu in der ersten Mannschaft mittrainieren. Das war damals die dritte Liga. Hier traf er auf Bruno Labbadia. Bruno war früher ein Stürmer in der ersten Bundesliga. Jetzt hatte er jedoch eine Trainerfunktion. Bruno hat zu Eckerlin gesagt, Junge, ich nehme dich, ich werde dich hochziehen. Leider kam es aber dann zu einem Trainerwechsel. Aufgrund von Bruno seinem Wort hat Eckerlin alle anderen Angebote, die er bekommen hat, abgelehnt. Christian hat aber nie wieder irgendwas von ihm gehört. Christian hatte zwar Regionalliga- und Drittliga-Einsätze, aber der Durchbruch ist leider auf der Strecke geblieben. Dann gab es schon wieder einen Trainerwechsel. Der aktuelle Trainer hatte all seine Spieler mitgenommen. Christian war ziemlich aufgebracht, weswegen er verbal gegen den Trainer geschossen hat. Deswegen wurde er danach in die zweite Mannschaft degradiert. Wie ihr euch denken könnt, hat ihm das noch weniger gepasst. Er ist erneut zum Trainer hingegangen und hat gesagt, den Vertrag kannst du dir quer in den Arsch schieben. Als Antwort kam die Kündigung. Und dann stand er da, ohne Einkünfte. Glücklicherweise hatte Christian parallel zum Fußball seit seinem 15. Lebensjahr geboxt. Das hat er aber eher als Ausgleich betrieben. Ambition und Ernsthaftigkeit waren eher weniger im Vordergrund. Trotzdem hatte sein Boxtrainer schon immer das Talent in Christian gesehen, weswegen er ihm immer überreden wollte, professionell durchzustarten. Dieser hatte sich aber damals natürlich gedacht, hey, ich verdiene eine Menge Geld mit Fußball, warum soll ich mir jetzt für ein paar hundert Euro die Maske einschlagen lassen? Da sich das mit dem Fußball aber jetzt erledigt hat, wurden die Karten neu gemischt. Plötzlich sprach nichts mehr dagegen, im Boxen Vollgas zu geben. Also ging es jetzt ab in die Technikschule. Nach 3 bis 4 Monaten hatte er schon ein krasses Level erreicht. Er war schon so stark, dass er mit Profis Sparringseinheiten absolviert hat. Nach einer Sparringseinheit wurde Eckerlin gefragt, wie viele Kämpfe er denn schon hatte. Als Eckerlin sagte, gar keinen, wurde es ihm erstmal nicht geglaubt. Er konnte sein Niveau nämlich selbst nie einschätzen. Nach 6 Monaten Training mischte Christian dann bei den Saarlandmeisterschaften mit. Eigentlich sollte er bei den Anfängern kämpfen. Sein Gegner wollte den Kampf aber nicht antreten. Man konnte aber doch noch einen Kampf klären, allerdings gegen einen viel erfahreneren Mann. Dieser hatte bereits 29 Amateurkämpfe, Eckerlin keinen einzigen. Trotzdem hat er ihn in nur 39 Sekunden ausgenockt. Und so ging es dann gerade weiter. Nach 6 Amateurkämpfen hat Eckerlin gesagt, hey, das erfüllt mich irgendwie nicht. Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch kein MMA, wie wir es heute kennen. Es gab aber Käfigkämpfe. Und Eckerlin kannte auch jemanden, der das gemacht hat. Und zwar Daniel. Daniel hat gesehen, wie Eckerlin auf einem Volksfest gegen 4 Mann alleine gekämpft hat. 3 davon hat er K.O. geschlagen und der 4. ist abgehauen. Als Daniel das gesehen hat, wusste er, er muss mit Eckerlin trainieren. Und so hat er ihn gefragt, ob er nicht mal ins Training kommen möchte. Eckerlin hat natürlich sofort ja gesagt und ist vorbeigekommen. Im Training hat Daniel dann auch sofort gecheckt, was für ein Potenzial in Christian steckt. Und dann hat Christian Pride-Kämpfe gesehen. Ihr habt davon noch nie gehört? Ich zeig euch, was es damit auf sich hat.
Nachdem er diese Kämpfe gesehen hat, wurde seine Leidenschaft neu entfacht. Schon 6 Monate später hat er dann seinen ersten Kampf gemacht. Es ist notwendig, nun ein bisschen abzuschweifen. Da Christian zu diesem Zeitpunkt noch nicht von seinen Kämpfen leben konnte, hat er nebenher an der Tür gearbeitet. Und zwar nicht in irgendeinem Laden. Der Name des Ladens war Pure Platinum, der bekannteste Stripclub in Frankfurt. Christian hat schnell das Vertrauen seines Chefs gewonnen. Sein Chef war auf Ibiza, allerdings ohne Auto. Das ging natürlich gar nicht. Aus diesem Grund sollte Christian ihm sein Auto bringen. Als er in Ibiza angekommen ist, ist er im Aufzug stecken geblieben. In dem Aufzug war es so heiß, dass er sich bis auf die Unterhose ausgezogen hat. Als die Fahrstuhltür dann aufging, stand er halbnackt vor seinem Chef und seiner Tochter. Anschließend musste Eckerlin des öfteren Mal in Frankfurt auf dem Chef seine Tochter aufpassen. Daraus hat sich dann eine Liebesbeziehung entwickelt. Anfangs wurde das von Christians Chef nicht akzeptiert, aber die Dinge haben sich dann doch eingependelt. Das heißt, dass Christian jetzt mit der Tochter seines Chefs zusammen war und mit seinem Chef wieder ein gutes Verhältnis hat. Christian, sein guter Freund Nils, sagte, dass es jetzt 2 Wege geben würde. Entweder trainiert er so halbwegs und geht nebenher arbeiten, oder er macht es richtig und sucht sich Sponsoren. Christian hatte hier das große Los gezogen, denn sein Chef und eigentlich jetzt auch Schwiegervater hat sich bereit erklärt, ihn zu sponsoren. Und dann ging das richtig professionelle Training los. Eckerlin hat mit vielen Riesen in der Kampfsportszene zu tun gehabt. Unter anderem hat er mit GSP trainiert. Christian hat all seine Kämpfe gewonnen. Deswegen wurde es Zeit für den Titelkampf bei GMC. Der Kampf war nach der 4. Runde durch TKO gewonnen. Eckerlin war so überzeugt von sich selbst, dass er sich gedacht hat, es kann kommen, wer will, ich feuer alle weg. Zum damaligen Zeitpunkt war M1 die krasseste Veranstaltung in Europa. Hier sollte er gegen eine echte Hausnummer antreten, Alexander Jakovlev. Die Vorbereitung lief aber alles andere als optimal. Eckerlin hatte mit einer Schulterverletzung und Fieber zu kämpfen. Jeder, der sich mit Kampfsport auskennt, weiß, dass Gewicht machen echt gefährlich sein kann. So mancher Kämpfer ist schon dabei gestorben. Wenn man zusätzlich dann noch krank ist, spielt man wirklich mit seinem Leben. Und genau so war es bei Eckerlin. Trotz Fieber hat er 6 Kilo Gewicht gemacht. Er hat gedacht, er würde sterben. Alle haben ihm gesagt, dass er in diesem Zustand nicht kämpfen kann. Christian war aber ziemlich beratungsresistent. Er wusste, dass die Halle mit 22.000 Leuten ausverkauft war. Deshalb hat er gesagt, er kämpft trotzdem. Er wusste aber, dass er stark angeschlagen war. Deswegen hat er versucht, den Kampf so schnell wie möglich zu beenden. Alexander war aber ein erfahrener Mann und hat Eckerlin leerlaufen lassen. Schon in der 2. Runde konnte Christian nicht mehr seine Arme heben. Auch in seinem 2. Kampf in Russland hat er gleich nach der 1. Runde durch eine Armbar verloren. Im Kampf gegen David Rossmann hat Christian sich in der 1. Runde die Hand gebrochen und hat dann den Kampf beendet. Es gab sogar ein Matchup mit jemand aus Khabib seinen Reihen. Und zwar gegen Rasul Abdullayev. Leider hat Eckerlin auch diesen Kampf durch Punkte verloren. Christian, seine Karriere läuft also wirklich suboptimal. Dessen war er sich natürlich auch selbst bewusst. Deshalb wollte er sich erstmal selbst finanziell absichern. So hat er Abstand von den professionellen Kämpfen genommen und sich mehr auf die Geschäfte seines Schwiegervaters konzentriert. Denn der wollte sowieso ein paar Gänge zurückschalten. Das hat Eckerlin genau in seine Karten gespielt. Also hat er sich erstmal um die 2 Laufhäuser und die Table Dance Bar gekümmert. Zuerst als Wirtschafter und dann als Geschäftsführer. Natürlich sind in dieser Zeit und vor allem in dieser Branche einige lustige Geschichten entstanden. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das eine TikTok gesehen, wo einer gemeint hat, so, dass einer gekommen ist und gesagt hat, so, ja, gib mir die Kondome von Freiern, die wollte der auslecken. Also ich weiß nicht, ob das Cap ist, aber gibt's sowas wirklich? Also war das so TikTok-Shit oder war das so ehrlich? Nein, das gibt's schon. Also so for real, dass das einer gibt, kommt, also der, gibt, der kommt ins Zahlen dafür. Das ist auch ein Fetisch. Das ist ein Fetisch. Und dann sagt der zu ihr, ich will das und das machen. Dann geht die durchs Haus und sammelt die Dinge ein. In der Mülltonne. Und dann kriegt Das ist schon geil, ne? Dann kann er die Dinger auswischen wie das Eis von früher. Dieses, kennst du die Dinger? Ich bin am Bahnhof, ich arbeite als Wirtschafter. Es gibt einen Alarm, ich gehe nach oben. Die Frau heult, sagt, ey, der soll hier raus, der ist ekelhaft. Ich sehe den Mann, der hat einen Dildo, setze ich auf den Dildo, also sitze auf dem Dildo, dann habe ich gesagt, okay, raus hier. Hab den Mann rausgeschmissen. Also du bist reingegangen, als er da auf diesem Dildo rumsaß? Ja, genau.
Weihnachten, dann hat er die Unterhose angezogen und hat gesagt, nein, ich gehe hier nicht raus. Dann habe ich ihn halt gepackt, seine Klamotten, und habe ihn einfach rausgegeben. Also wirklich, ich habe nicht gehauen oder sonst irgendwas. Ich habe ihn einfach mit nach draußen begleitet, sag ich mal. Nach Feierabend, ich gehe raus und ich sehe den gegenüber auf der Straße. Okay, war nichts. Ich bin weggefahren, hat mein Auto gesehen. Ich fahre eine Woche später, war im Sommer. Fahre ich auf meinen Parkplatz und bin immer am Bahnhof in so einem Café. Und dann kriege ich einen Anruf von einem anderen Wirtschafter, der genau, also unser Haus ist hier und genau nebendran, wo auch die Einfahrt ist, hat er sein Büro. Und der sieht, ey Christian, komm sofort hier vor, hier zerkratzt einer dein Auto. Hä? Ich so, was? Ich bin nach vorne. Ich sehe noch, wie er den letzten Schliff macht. Und dann gucke ich den an, ich so, boah, der Bastard. Was hast du da für einen Wagen? RS7. Und ich gehe hin, ich sage, kannst du dir ja vorstellen, gab es erstmal eine Backpfeife und dann hat er mir hier da in die Hand geschnitten mit dem Ding. Ja, und dann habe ich ihm eine gegeben und dann war Feierabend. Und da war das gefährliche Körperverletzung. Ich bin verurteilt worden, der hat gar nichts gekriegt. Und was war mit deinem Auto? Haben wir selber bezahlt. Hä, warum? Und ich gebe Vollgas nach Hause. Dann haben sie mich rausgezogen, Fahrzeugkontrolle. Da habe ich noch, bin ich Idiot, noch gesagt, hey, geht mir nicht auf den Sack. Steigen Sie mal wieder aus, Herr Eckenit. So. Und dann... Ich sag dir, der größte Bauernpolizist, den ich in meinem Leben gesehen habe, der hat das Versteck gefunden. Der größte, sag ich dir ehrlich, ich muss es leider sagen, der größte Volldepp, den ich in meinem Leben gesehen habe, der hat das Versteck gefunden. Dann schreit er im Auto, Waffe, Waffe. Ich muss immer noch lachen, wenn ich so drüber nachdenke. Waffe, Waffe. Ich denke so, was? Wo? Ich habe mich selber erschreckt, weißt du, erstmal. Und dann ich so, oh nee. Und dann der andere Typ, der guckt mich an, auch noch so ein Jünger. Und die haben mich ja gekannt, so vom Kampfsport und so, ne? Die kennt man, die sag ich ja nochmal. Nicht bewegen. Da hab ich gesagt, was soll ich mich bewegen? Ja, wir müssen die Handschellen dran machen. Da hab ich gesagt, mach doch dran. Der war ja. Die waren einfach überfordert in dem Ding, ne? Ich hab gesagt, der mach hier dran. Und das war's. Haben sie mich auf die Wache mitgenommen, haben die das Ding beschlagnahmt und das war's dann. Und sie sind bei mir einen Ballermann im Auto gefunden. Christian, seine Passion zum Kampfsport ist nie erloschen. Er musste sich nur, wie gesagt, finanziell absichern. Als das erledigt war, konnte er sich wieder zu 100% dem Kampfsport widmen. Es ging also weiter. Und zwar direkt gegen die Nummer 1 aus Italien. Giovanni Melillo! Wieder wollte Eckerlin sein Team ihn beeinflussen und meinte, hey, nimm doch erstmal einen einfachen Kampf zum Einstieg. Natürlich hat er wieder nur auf seinen eigenen Kopf gehört. Er sagte nur, nein, nein, ich feuer den weg. Und dann passierte das hier. Christian hat das aber nicht weiter gestört, denn er musste jetzt nicht mehr seinen Lebensunterhalt mit dem Sport verdienen. Aus Eckerlin seiner Sicht, und da hat er auch recht, war es nur ein Schlag, den er unglücklich gefressen hat. Das kann nun mal passieren. Also ging es unbeirrt weiter. Both hooks in. And is able to secure a rear naked choke, and that should be it. And that is it. 45 seconds. Christian Eckerlin. That hurt him. The knee to the stomach hurt him. That's forced Pettit to shoot. He's down. Great shot. Elbow. Hit the finish. Aber dafür heute. Handhörer vorbei muss und dann geht er schon zu Boden. Gerade habe ich es gesagt. Hartschläger, das war's. Kampf vorüber, Blitz-K.O. Durch die beeindruckende Siegesserie hatte Christian das Recht auf den Titelkampf bei GMC. Und zwar gegen diesen Mann. Nihat Nasumoi! Ein Titelkampf streckt sich immer über 5 Runden. Und schon in der ersten Runde hat sich Eckerlin wieder die Hand gebrochen. Erinnert ihr euch? Genau dasselbe ist ihm in einem Kampf in der Vergangenheit auch schon passiert. Diesmal war Christian mental aber viel stärker. Er ist über die volle Distanz von 5 Runden gegangen. Das war aber noch nicht alles. Er hat mit seiner gebrochenen Faust so stark reingeschlagen, wie er nur konnte. Christian hat so die elektrischen Impulse von den Nerven gespürt. Es war ihm aber scheißegal. Dieser Kampf war absolut brutal. Schaut ihn euch unbedingt in voller Länge an. Im Rücken aus, probiert's zwar. Mit dem Arm. Der Armbar. Ist der Arm da? Oh. Das wäre eine absolute Sensation. Armbar. Unglaublich. Der Referee. Und in letzter Sekunde wird er hier gerettet vom Kampfende. Erzähl, wie hast du den Kampf erlebt? Was soll ich sagen? Harter Fight, wie erwartet.
Aber es haben ja Haufen Leute im Vorfeld behauptet, ich würde ja keine 20 Sekunden überleben. Und die ist der ganze Scheiß Häuser. Die sollen Schnauze halten. Wir können nicht mal. Ja? Fickt euch alle. Kommt hier rein und verkehrt mal 25 Minuten. Hey, fickt euch. Riesen Respekt an Nihat. Das ist eine brutale Sau, leck mich am Arsch. Christian befindet sich jetzt auf einer unfassbaren Siegesserie. Und dann kam Octagon. Octagon hat in Europa alles überholt. Und auch in dieser Organisation setzte Eckerlin seinen Siegeszug fort. Und da ist er unter dem Kinn. Das sieht eng aus. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob er da nochmal rauskommt. Feuer Logos. Der ist eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Das war's. Christian Eckerlin. Nachdem sein Debüt erfolgreich bestritten wurde, kam nun der Riesenkampf gegen De Oliveira. Der wahrscheinlich größte MMA-Star Deutschlands, Christian Eckerlin, hat seit 2017 keinen einzigen seiner 7 Kämpfe verloren. Dazu hat er nicht mal eine Woche vor seinem Kampf erfahren, wer sein neuer Gegner sein wird. Dennison Nunes, aka Trator. Seine größten Erfolge sammelte er in den besten brasilianischen und später auch europäischen Organisationen. Passenden Gegner zu finden, ist mir egal eigentlich, wer vor meine Fäuste kommt. Der Brasilianer hat von 16 Kämpfen 7 Knockouts und dazu noch 4 Submissions errungen. Mein Adversario não vai ficar em pé, eu tenho certeza disso. Bei Eckerlin sieht es so ähnlich aus. 7 Gegner hat er erwürgt, 5 hat er zu Boden geschlagen. Ich mach keine Prognosen gerne, aber es wird ein schneller Kampf. Ja, liebe Zuschauer, der Brasilianer Dennison Nunes de Oliveira wird hier mit natürlich ein paar Buhrufen abgestraft vor ja, dem Haus von Christian Eckerlin, könnte man so sagen. So, liebe Zuschauer, wir sind bereit für ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Es ist ein Kampf. Wow, was für eine Stimmung hier. Was für eine Atmosphäre. De Oliveira wechselt hier die Auslage. Oh, schön. Oh, an den war's doch schon. Weiter im Vorwärtsgang. Stellt sich sein Gegner jetzt hier an den Käfig. Oh! Tiefstoß, stopp. Tiefstoß war's. Stopp, da ist er. Da ist aber der Ringrichter nicht konsequent. Oh mein Gott! Oh. Oh. Der Kampfrichter signalisiert, dass der Kampf unterbrochen wurde. Ja, der Kampf ist nicht offiziell beendet. Wegen eines Tiefstoßes. Oh, die ganze Halle steht. Aber die Halle steht. Feuert Eckerlin an, er soll wieder aufstehen. Der liegt noch schmerzverzerrt unten am Boden. Ein Hexenkessel. Oh! Harte Kombination hier vom Brasilianer und erneuter Tiefschlag. Tiefstoß. Ich meine, es war jetzt der zweite Tiefschlag. Dann kann das schon mal hier geahndet. Und wir hören es hier, die Halle kocht. Alles ist mit Eckerlin-Rufen ausgefüllt. Und Eckerlin steht da in der Mitte des Käfigs und sagt dem Brasilianer, let's go, ich bin bereit. Was dieser Mann für ein Adrenalin-Körper haben muss. Spinning, Backfist! Oh, und der nächste Takedown sitzt! Klasse gemacht hier von Eckerlin, der auch direkt den Rücken holt. Das ist eine der dominantesten Positionen, die wir hier im MMA-Sport haben. Oh Mann! Und Eckerlin schlägt! Eckerlin schlägt! Für All Sorts of Trouble für De Oliveira. Wahnsinn, der muss aufpassen, dass der Kampf hier nicht gleich abgebrochen wird. Der Schiri schaut. Und Eckerlin schlägt, zahlt es ihm hier heim. Der Referee ist kurz davor, den Kampf abzubrechen. Und es ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Der erste Tiefschlag von Oliveira war sehr umstritten. Also das Knie trifft eindeutig. Da sind wir uns einig. Wie gesagt, kann sein, dass das Schienbein hier unten zack danach mit rein ist. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist auf jeden Fall eine sehr schwer einzuschätzbare Situation. Denn mit den vorhandenen Bildaufnahmen kann man nicht klar sagen, ob es wirklich ein Tieftreffer war oder nicht.
Denn wenn es keiner gewesen wäre, hätte Eckerlin an diesem Punkt diesen Kampf verloren. Man konnte es aber wie gesagt nicht zu 100%iger Sicherheit sagen, weswegen der Kampf im Nachgang als No Contest gewertet wurde. Das bedeutet, es musste immer noch geklärt werden, wer der bessere Mann ist. Jedni věří Kristianovi, že Brazilcová noha došla až do jeho rozkroku. Druhých 50%, ale rozhodně Kristianovi Eckerlinovi nevěří. E no momento certo, ele se encaixou uma joelhada nele que foi certeira. Nakonec Gemaf rozhodol, že výsledok tohto súboja bude no contest. Tô dando a revanche pra ele. Sim, eu acho que ele é um mentiroso, um desportista. Eu acho que ele não foi homem naquele momento. Er ist noch nie gefinished worden, sein Ego ist gebrochen worden. Ist doch normal, dass jemand so redet. So war das für mich ganz klarer Tiefschlag. Ich glaube, dass dieses Rematch dasselbe Ende wie, das, wie der erste Kampf nehmen wird. Und zwar, dann wird es 2-0 für Christian stehen. Ich bringe meine Stärken in den Kampf rein, so wie ich es immer gemacht habe. Und dann wird keiner standhalten. We're gonna prove this Gamma wrong. It's gonna be hell of a fight. Mostrar o trabalho novamente, né? Porque eu já ganhei dele uma vez e eu tenho que ganhar de novo. Dia 15 de outubro, só tenho uma certeza, que a vitória vem pra casa. Vamos acabar com a vida desse cara. Vamos em busca da vitória. Vamos pra Alemanha pra vencer. Ich bin in allen Disziplinen besser, ob es Striking ist, Ring, Boden, hat eigentlich null Chance. Zápas, ve kterém celá arena bude stát na nohou. 1-0, eu já venci ele uma vez, vou vencer de novo. Der elektrisierende Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Und jetzt macht sich der Contender auf den Weg zum Cage. Dieser Mann hat letztes Mal für reichlich Kontroverse und Diskussionsstoff gesorgt. Und auch hier steht die Halle wieder Kopf. Wahnsinn. Und jetzt ist der Hexenkessel aber richtig am Brodeln. Ja. Und jetzt kann es losgehen. Passen, dass er der Oliveira nicht wieder in die Konterschläge reinrennt. Denn damit hat er letztes Mal wirklich Erfolg gehabt. Jawohl, genau so. Und jetzt sucht er wieder den Tender. Da ist er. Gut, dass Christian ihn jetzt hier in der Ecke hat. Denn da hat es, glaube ich, schon mal geklingelt. Sehr gut. Schöner Takedown. Oliveira. Ja, taucht ab und holt sich. Und gut, dass er hier aus der Schlagdistanz raus ist. Wow. Jetzt, der will den Finish. Der will den Finish. Kein Zweifel. Ja. Weiter geht's. Der nächste Takedown sitzt bei Eckerlin. Sehr gut. Sehr, sehr frustriert für Oliveira, aber was soll ich sagen? Pech gehabt. Oh, das ist das, das Ding ist Ding. Das Ding ist durch. Er ist mit dem Arm unter das ist Kinn. Zu, das ist zu, das ist das zu. Das Ding ist zu. Das ist. Der Oliveira wird wahrscheinlich schlafen, wenn er nicht hat. Fuck! Oh! Der ist. Es sitzt noch nicht zu 100%. Der ist wieder rausgekommen. Der ist einfach ultra. Möchte jetzt natürlich auch das Ding sicher nach Hause. Oh! Das Ding sicher nach Hause bringen. Oh, jawohl. Oh! Und der kommt mit der Führhand rein. Jawohl! Wichtiger! Jawohl. Wichtiger Takedown hier für Eckerlin. Mixen mit Führhand. Oh. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Erneuter Tieftreffer. Tja, damit macht sich die Oliveira hier natürlich, vor allem nach dem letzten Kampf gegen Eckerlin, hier keine Freunde. Aber das, es ist wirklich unangenehm, glaube ich, gegen so jemanden wie. Wie ja. Das ist der nächste Decker. Christian jetzt in der Fullball. Sehr gut. Jetzt. Jetzt wird's kritisch. Oh, oh, oh. Jetzt wird's kritisch. Jetzt muss er schlagen. Ground and Pound, er blockiert dir den einen Arm von der sehr Oliveira. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt Pounden. Was das betrifft. Jawohl! Und jetzt hat er die Möglichkeit, hier das den Finish zu holen. Das ist durch, das jetzt ist durch. Jetzt ist er unter dem Kinn.
Hat er die Submission? Hat er die Submission? Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Das Ding ist zu. Das Ding sieht richtig eng aus. Das gibt's ja nicht. Das war's. Diesmal ein eindeutiger Sieg für den Lokalmatador Christian Eckerlin. Christian, mit allem, was im ersten Kampf passiert ist und allem, was seitdem gesagt wurde, ist wahrscheinlich... Die sollen einfach die Schnauze halten. Die sollen mal eine Minute hier reingehen und dann das mal machen, was wir hier abliefern. Diese ganzen Dummschwätzer da draußen. Hier, ihr kleinen Wichser, hier. Ich war an diesem Abend auch vor Ort. Und ich sag euch, was dort abging, war einfach nur geisteskrank. Tja, und jetzt sind wir schon in der Gegenwart angekommen. Ich bin mir sicher, dass ich mal noch einen zweiten Teil über Eckerlin drehen kann. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein wenig Feedback da. Hier geht es zu meiner letzten Doku.